Linsen flackert's. Ich sehe von der Scheiße überhaupt nichts. Brüder, schließt einen Kreis! Hey! Warum hast du mir nicht gesagt, dass die sich heute Nacht hier treffen? Die kriegen nichts mit. Zum Kotzen. Nimm die Scheiße, ich hau ab. Shit. White Power! White Power! White Power! White Power! White Power! Mike Power, ihr Hühnerficker! Miami Police Department! Tatütata! Die Negers sind da! Runter mit dem Säckchen! Alpha Leader, ihr könnt anrücken! Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? A Max Tabash, a Tonight, Mess, Nuss, Ne, hey! Den Text solltest du langsam drauf haben. Wir singen doch immer nur den Refrain. Alpha Leader, jetzt leg mal an, du! Funkspruch wiederholen. Alpha Leader an Bravo 4, haltet uns auf dem Laufenden. Wo bleibt die Verstärkung? Alpha Leader, beeilt euch, rück an! Ich bekomme nur ein Rauschen rein. Nur ein Rauschen, die Geräte sind für'n Arsch. Was ist denn so komisch? Was ist so komisch? Mike, wann rücken die endlich an? Hab dich, Nigger! Na, da haben wir wohl jetzt ein kleines Problemchen. Du drückst nicht ab, Nigger. Auch wenn du meinen Partner mit einer Knarre kitzelst, werde ich trotzdem deinen Hirnschmodder über den Sumpf hier verteilen. Das befürchte ich leider auch. Du kannst ja nicht wissen, dass mein Partner geschult ist, bei so einem Einsatz draufzugehen. Scheiße, nix da! Für so brandstiftenden Abschaum schlüpfst du doch gern, nicht, Markus? Scheiße, Mann, du musst mich verwechseln. Geht ganz schön die Düse, Nigger. A, schmeiß die Waffe weg und sag mir, wer den Stoff einschleust. Dann gibt's vielleicht nur eine Kugel in die Schulter. Oder B, du machst hier weiterhin einen auf Terminator, dann baller ich dir einen in die Brust. Oder C, wir reden nochmal in aller Ruhe darüber, naja, um die Situation zu deeskalieren. So ist das, mein Partner driftet immer mehr auf die Gefühlsschiene ab, aber ich knall so Sackfressen wie euch lieber gleich über den Haufen. Da geht's ziemlich hektisch zu. Unsere Ermittler sind nicht zu erkennen, da läuft was schief. Wir warten noch ab. Mike, der Typ drückt mir eine Knarre an die Schläfe. Denn er lässt sie fallen, wenn zwischen seinen Augen ein drittes Nasenloch fällt. Halt's Maus, Schoko-Nigger! Oh Mann, war das jetzt wirklich nötig, Sir? Siehst du? Sag zu ihm, Bulle, das schmerzt genug, aber nicht auch noch Schoko, Nigger. So, jetzt machen wir immer Schluss. Mike, beruhige dich nicht doch. Noch mehr beruhigen geht ja gar nicht mehr. Ich bin ganz gut. Hey, wow, wow. Hey, für so eine Scheiße bin ich viel zu nervenschwach. Hört sofort auf, hier rumzuhampeln. Jeder bleibt da, wo er ist. Keine Bewegung. Wir können nicht alle laufen lassen, aber ehrlich, vor Gericht wird sich alles klären. Wir haben unsere Rechte. Warum nimmst du nicht schon mal dein Recht wahr, dein Maul zu halten? Okay, lasst mich eine Warnung aussprechen. Ja, im Ernst, mehr kann ich wirklich nicht für euch tun, okay? Er ist irre! In 3 Sekunden liegt die Waffe auf dem Boden. Er hat Probleme, seine Aggression zu kanalisieren. 1. Er geht extra früh schlafen wegen so einer Scheiße hier, damit er topfit ist, wenn er jemanden abknallt. 2. Nein, Mike! Nein! Rock'n'Roll, Einsatz! Knallt ihr ab! Den Geist aufgegeben. Ruft man Sanitäter. Sonst alles klar? Ja, uns geht's super. Was heißt denn hier uns? Der Bettnisser hier hat mir einen Arsch geschossen, Mann. Wer hat dir in den Arsch geschossen? Wer? Dieser Wer bist du? Ich hab den... Ja. Also ehrlich, ich hab geschossen. Ja, ich hab ein bisschen rumgeballert, okay. Aber ich wollte dir nicht in deinen Allerwertesten. Im Ernst, ich meine, vielleicht hab ich dich... Verdammt! Jemand hat dir in den Arsch geschossen! Ist nicht wahr. Wie fühlt sich denn sowas an? Brennt wie die Hölle, Mann. Riecht auch schon total verkokelt. Hey, Mike, drück doch einen kleinen feuchten Kuss drauf. Das hilft immer. Ja, genau. Tu einfach so, als wären wir nicht da. Gibt Ricky Martin nicht heute irgendwo ein Konzert? Hey, verzieht euch! Mach doch nicht immer auf Rassist, Mann. Arme Sau.
Hast noch mal Glück gehabt. Eine kleine Fleischwunde, weit weg vom Zentrum. Zwei lausige Säcke? Und das soll die größte Ecstasy-Lieferung aus Amsterdam gewesen sein?